So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Daudi Nat und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Days Gone. Letzte Folge haben wir ja mit unserer Frau Sarah in dem Community College ein... Wie nennt man das? Ach, keine Ahnung, irgend so ein Gerät halt geklaut. Und ja, jetzt fahren wir dann zurück und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, ne? Kann man so sagen. Ja, ganz viele Freaker waren halt dort, viele Krabbler, viele... Und dann kamen noch Plünderer und ach ja, war ganz herrlich eigentlich so. So ein wenig. Und ich schlürfe jetzt gerade mal meinen Kolben. Bis die Ladezeit natürlich wieder vorbei ist, ne? Ah, hallo! Darf ich Danke sagen? Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Gern geschehen. Okay. Gezittert wie Espenlaub. Ich gebe niemals auf. Neue Mission freigeschaltet. Bin ich denn hier? Ein Fertigkeitspunkt. Hey, du solltest Sie, nicht hier sein. Befehlshabender Korporal. Befehlshabender Korporal. Wie geht's denn? Okay, das ist schon besser. Okay, ja, jedes kleine bisschen hilft, oder? Ein bisschen, ja. Okay. Bis dann. So, viele Quests haben wir im Moment nicht, aber es gibt noch viel zu räumen, kann man so sagen, ne? Also hier die ganzen Schreiergebiete und das Gebiet hier. War das jetzt das Community College? Könnte schon sein, ja. Ja, doch, das war das Community College. Oh ja, okay. Da wartet die Quest auf uns. Zu der gehen wir jetzt. Aber wir könnten hier eigentlich mal ein paar Öhrchen abgeben oder sowas, gell? Corporal St. John. Sarge, wie laufen die Geschäfte? Schöner Fang. Gell? Corporal St. John, pass gut auf dich auf. Nichts. Geh mir ganz schön auf die Ome, Alter, mit ihrem Corporal St. John. Taylor, was ist denn los? Mann, ist das denn zu glauben? Der Arsch Captain Curry lässt mich Wache schieben. Fuchte, als ob damit nicht so rum. Ja, ich weiß, das ist ein Scheißjob, aber du kriegst das bestimmt hin. Okay? Ja, ja. Ey, was läuft denn so bei dir, Mann? Hast du dir Wolf gefahren oder so? Soll der Doc dich ordentlich einschmieren? Ist dein Ohr. Was? Ich höre dich nicht. Ich verarsch dich doch nur, Mann. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, Alter. Ich habe Oxy vom Doc gekriegt. Die sind der Hammer. Oxy? Oxycodon. Alles bestens. Oh, hey, der Lieutenant war vorhin hier. Und sie wollte irgendetwas vom Doc haben. Ja? Dachte, das interessiert dich. Na klar, wir sehen uns, Taylor. Weil ein Schwangerschaftstest oder sowas. Wird einen anderen genagelt. Ich hab's gewusst. Está das bien. Das wird schon. Aber keine Schlägereien. Ich versuch's, Doc. Weißt du, me parece... Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich da draußen war. Ich werde weich. Estoy ablandando. Soll das sein? Oh, im Ernst jetzt? Du willst mit mir da rausfahren? Vor diesem ganzen Mist bin ich selbst oft gefahren. Okay, dann los geht's. Corporal? Doc? Reisepläne? Colonel, ich war lange nicht in der Außenwelt, also wollte ich Corporal Central gehen. Nein. Wohl eher nicht. Colonel, no entiendo. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie machen würde. Ihnen darf nichts passieren. Sie sind zu wertvoll. Das ist... Ja, ich passe auf ihn auf, Sie... Wegtreten, Corporal! Matt, ich war doch schon öfter draußen. Ich verstehe. Aber nochmal, es darf Ihnen nichts passieren. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, wenn Ihnen da draußen etwas zustößt. Ja, so ein verkackter Arzt ist halt Gold wert. Die sind zu wertvoll. Ihr seid Island. Ein guter Soldat. Bla bla bla. Okay. Müssen wir uns jetzt die Morgenansprache nochmal anhalten von dem? Okay, hören wir uns gerade noch die Morgenansprache vom werten Colonel an. Waffenbrüder und Schwestern, wir haben uns versammelt,
um zu feiern. Das Ende ist nah. Captain Khoury arbeitet pausenlos am Aufbau und Training unserer Armee. Lieutenant Whittaker arbeitet unermüdlich an einer biologischen Waffe, die hunderte Freaks auf einmal erledigen kann. Lieutenant Weaver arbeitet an chemischen Kampfstoffen, mit denen wir ganze Horden niederbrennen können. Bald wird die Brandrodung der Vergangenheit angehören. Aus unserem defensiven Krieg wird jetzt ein Angriffskrieg werden. Wir werden die Freaks angreifen, uns unsere Welt zurückholen. Und seht, sprach er, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Sie werden alles Böse aus seinem Königreich sammeln und die, die da Unrecht tun, in den Feuerofen werfen. Es wird heulen und klagen und Zähneklappern geben. Wir, die Deschutes County Miliz, sind diese Racheengel. Wir sind auf dem Weg. Wegtreten. Alter, hat der einen an der Schüssel, ey, das ist ja unglaublich. Darf ich ihn töten, bitte, bitte? Werft sie in das Feuer offen. Jetzt haben wir wieder einen Auftrag bei Sarah. Ich glaube, wir machen aber erstmal noch ein kleines Schläfchen. Ach, so ein kleines Nickerchen wird uns gut tun. Dann speichern mal schnell und schlafen. Wie Bosa so schön sagt. Ich glaube. So. Dann gehen wir jetzt schnell zu Sarah und mal gucken, was die schon wieder wie Material braucht. Mehr Quests haben wir gerade im Moment gar nicht. Mich wundert, sie haben irgendwas von 25 Stunden Game gelabert. Ich bin jetzt seit 3 Wochenenden dran. Das war's, mehr kann ich nicht machen. Wie kann ich helfen? Gar nicht, es sei denn, du hast einen DNA-Synthesizer. Nein, aber es gibt einen Schrottplatz bei Fort Clemens, wo ich hinfahren könnte. Da gibt's nichts, was ich brauche, du. Gott, ich lern's wirklich nie. Aber ich weiß tatsächlich, wo einer ist. Wirklich? Ja, dein altes Labor, Cloverdale. Okay, ja, super. Wir müssen nur einen Weg finden. Über die Berge. Ja, du hast recht. Völlig unmöglich. Mein Gott, du kennst deinen Weg, nicht wahr? Yep. Gut, du kannst mich fahren. Ist das ein Befehl, Lieutenant? Ja. Nein, es ist, ich meine, nein, es ist kein Befehl. Tja, keine Ahnung. Fährst du mich hin oder nicht? Warm anziehen, wenig einpacken. Hey, Dick. Oh mein Gott, wenn du noch einmal Danke sagst, dann... Uhu! Das war aber ein schönes Danke. Sag, wenn du fertig bist. Jetzt müssen wir wieder zurück in den Norden. Na, das wird lustig. Ah. Entspannt euch, meine lieben Freunde, lehnt euch zurück und genießt. Kleiner Ausflug, Lieutenant. Colonel, Captain. Ja, wir wollen nach einem Gerät suchen, das ich benötige. Verstehe. Wie geht Ihre Arbeit voran? Gut. Gut, mit die Corporal St. Johns Hilfe habe ich gute Fortschritte gemacht. Danke, dass er meinem Projekt zugeteilt ist. Nun, Lieutenant Weaver macht auch Fortschritte. Er sagt, er wolle seine chemische Waffe Ende der Woche testen. Ich weiß. Meine ist bald fertig.
Ihnen ist doch klar, dass sie wertvoller für uns sind als jedes Gerät. Geräte kann man ersetzen, sie nicht. Ich war schon in der Außenwelt. Sie wissen, ich komme allein zurecht. Weitermachen. Corporal? Ich möchte gern Weavers Ausrüstung sehen. Ich möchte sehen, was er macht. Ich will nachsehen, wo er jetzt steht. Hui. Welche Wichser. So, bisschen. War mit Sarah zum Thielsen-Pass. Was soll das alles überhaupt? Was? Dieses Ja, Sir und Nein, Sir, das Salutieren, die Ränge, die Uniformen, ist doch irgendwie sinnlos, oder? Unter diesen Umständen. Hey, du warst doch in der Armee. Du kennst das. Das war was anderes. Warum? Es gab halt mehr Menschen auf der Welt. Was weiß ich? Ich meine, eine Armee zu haben, war sinnvoll. Ich finde es jetzt sinnvoller. Warum? Es herrscht ein absolutes Chaos. Wir brauchen Ordnung und Disziplin, sonst schaffen wir es nicht. Weißt du, ich kenne so einige Camps, in denen es ziemlich gut läuft, ohne dass sie einen Colonel im Nacken sitzen haben. Weißt du, was lustig ist? Daran, dass du Uniform und Ränge sinnlos findest? Nein, was? Ich habe dasselbe über den MC gedacht. Ich meine, ihr hattet Ränge wie Road Captain und Resident und Abzeichen und Gruppen und Tattoos wie Uniform. Und wenn ihr losgefahren seid, habt ihr wie eine Armee ausgesehen. Naja, bis auf die Werte. Weiß. Mal gucken. Jetzt, wo du sagst, weiß ich, was du meinst. Weißt du, es überrascht mich wirklich, dass du deine Kutte nicht anhattest, als du herkamst. Ich hätte nie gedacht, dass du die aufgibst. Auch nicht nach einem Helduntergang. Ah, meine Kutte, hä? Huh? Wer weiß, vielleicht lässt mich der Colonel ja die Uniform wechseln. Tja, man weiß es nicht. Wohin fahren wir? Zum Diamond Lake. Da gibt's einen alten Forstweg an der westlichen Seite des Mount Thielsen. Okay. Wir werden garantiert verfolgt. War der schon hier, als du hergekommen bist? Ja, aber die Soldaten hatten damals ein paar Bärenprobleme. Bärenprobleme? Ich fürchte, du musst umkehren, Mann. Wir sollen jeden aufhalten, der... Sie wollen uns aufhalten, Corporal? Es tut mir leid, Mann. Hab sie nicht erkannt. Es ist der Colonel, Mann. Wir sollen alle aufhalten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernen. Wollen Sie mir Fahnenflucht unterstellen? Nein, Mann. Dann gehen Sie aus dem Weg. Corporal, worauf warten Sie denn noch? Gehen Sie endlich aus dem Weg! Ja, Mann. Tut mir leid, Mann. Ich muss das melden. Ja, tun Sie das. Hört sich ernst an. Was meinst du? Na, er sagte, er will dich melden. Ich meine, wie wird Matt das finden? Der Colonel wird ihm sagen, dass er sich gefälligst um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Ach, der fährt selber. Oh mein Gott. Was ist los? Nichts, es ist nur... Ich meine, die Aussicht ist unglaublich. Ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr. Also, ich nehme es gar nicht mehr wahr, meine ich. Wie geht das denn? Es ist atemberaubend. Ja, die Welt erwacht, dankbar für den neuen Tag. Hey, wenn du den ganzen Tag durchs Mikroskop starren müsstest, wüsstest du das auch zu schätzen. Hey, das tue ich doch. Wirklich. Zum Tagesanbruch da zu sein, ist wesentlich besser als die Alternative. Ehrlich gesagt, ja. Es gab Zeiten, da dachte ich nicht, dass ich mich je wieder auf einen neuen Tag freue. Ja, das Gefühl kenne ich. Wie war es bei dir? Ich meine, damals? Ich weiß nicht. Ich bin wohl einfach zu stur, um aufzugeben. Das glaube ich nicht. Ich hatte aufgegeben. Sarah, das stimmt. Und dann, ich weiß nicht, dann war das mit Busas Arm und ich musste, ich konnte ihn ja nicht sterben lassen. Zu sehen, wie er ums Überleben kämpfte, ohne Grund, ohne einen beschissenen Grund. Ich glaube, ich wollte ihm nicht den Stich lassen. Also, ich wollte so nicht abtreten. Und dann fand ich raus, dass du immer noch am Leben warst. Und das war wirklich der Zeitpunkt, an dem
ich mich umbringen wollte. Ja, klar. Nein, wirklich, aber dann fiel mir ein, dass du noch meinen Mongrels-Ring hast und das ließ mich weitermachen. Ich wollte ihn mir zurückholen, aber du weißt ja, Scheiße. Ganz genau. Es wird wieder besser, das weißt du, oder? Ja. Ja, wir können es schaffen, Dick. Wirklich. Willst du jetzt mich überzeugen oder dich? Wir müssten gleich da sein, oder? Ja, wir sind schon fast am Thielsen-Tunnel. Hier sind voll viele Berge, Mann. Was die Ripper wohl jetzt machen? Schwimmen wahrscheinlich. Krieg ich den nicht weg. Mein Gott, was zum Teufel ist das? Das ist ein Segel. Das ist ein Warnsignal, der Ripper. Was für Ripper? Ripper. Rest in Peace. Das war ein Kult. Sie ritzten sich, verehrten die Freaks. Sie wollten sein wie sie. Und man wusste, was passiert, wenn man nicht so sein wollte wie sie. Und was machen wir, wenn wir ihnen begegnen? Wir werden ihnen nicht begegnen. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Genozid hat er gemacht. Ein Genozid, einen kleinen. Komm weiter aufs Bike. Was war das, Mann? Alter! Hast du das jetzt gerade gesehen? Das, sowas kann mich aufregen. Okay, festhalten. Das könnte ganz schön eng werden. Meine Güte! Kein Wunder, dass niemand mehr Auto fährt. Das ist noch gar nichts. Der Tunnel bei der alten Belknap Road, den Boozer und ich immer genommen haben. Der Verkehr staute sich vor einem Nero-Kontrollpunkt über eine Meile. Warte mal, ich möchte mal auf die Karte gucken. Kann ich jetzt wieder... Nee, ich kann nicht ganz in den Norden, gell? Als alles brannt wurde. Klingt furchtbar. Ich habe Schlimmeres gesehen, aber ja. Ach, das war so ein Mikrofonscheiß von den Rippern. Hey, das kenne ich doch. Ja, ja, es ist gleich hier. Lustig. Yo, peace out, Mann. Oh, Mann. Aber jetzt sehen wir mal diese Forschungsanlage von innen. Funktioniert immer noch. Dass ich das hier nochmal wiedersehe. Wette, die leben da drin noch. Okay, gut. Der Strom ist noch an. Ja, überrascht mich nicht. Auf dem Dach steht eine Solaranlage. Ich habe auch mal was von einem atombetriebenen Generator gehört, aber ich weiß nicht. Okay, und wie zur Hölle kommen wir da rein? Hey, ich zeig's dir. Wie gesagt, der Strom ist noch an, stimmt's? Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Karte reinstecken. Viel Hightech kann ich mich gar nicht erinnern. So toll ist das auch wieder nicht. Ari ist nicht intelligent. Sie ist eine bessere Smartphone-App. Ari? Artificial Intelligence Response Interface. Ja, aber wie sind dann die Leute da drin verreckt? Weißt du? Da ist ein, da hockt jetzt gerade einer in einem Golfauto. Oh mein Gott! Was ist denn? Guck mal. Was zum Teufel? Schau doch mal, so viel zu essen. Sarah, das müsste... vertrocknet sein. Es ist die Bewässerungsanlage. Alles läuft automatisch. Solange der Strom läuft, erhält sich alles selbstständig.
Oh, okay, shit. Hier gibt's einfach alles. Es gibt Essen, es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt einen hohen Zaun. Es wundert mich, dass hier noch keiner wohnt. Wie du schon sagtest, der Strom ist noch an. Das sind 8000 Volt, die jedem raten, wegzubleiben. Siehst du? Na los! Mir ist das ein bisschen unheimlich, wenn das Tor nicht zu ist. Ein bisschen. Und diese Ladescheiße, Mann, die geht mir sowas von auf den Sack. Die hat mich bei Assassin's Creed schon angekotzt, Mann. Und jetzt... Oh, das ist der einzige Nachteil an der PlayStation. Das ist einfach mein PC richtig high-end. Krähen. Die Krähen habe ich jetzt nicht gedacht, dass die da reinkommen. Oh, verdammte Krähen. Oh, Gott, verdammte Krähen. Sie sind infiziert. Darum sind sie so hyperaggressiv. Ich mache sie auch aggressiv. Ich glaube, es ist okay, solange wir leise sind. Okay. Komm mit. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Sarah, das sind alles Angestellte, oder? Kanntest du sie? Ja. Ja, ich kannte sie. Los, gehen wir. Ich frage mich, wie die gestorben sind. Wurden also erschossen, als sie von hier weg wollten? Ah, erschossen wurden sie. Ich meine, ja, sieht ganz so aus. Und dann wurde alles verriegelt und verlassen? Wozu das alles? Ich weiß es nicht, Deacon. Ich war nicht dabei. Okay, die wurden erschossen von den Security-Personal. What? Bitte? Oh. Oh, das tut weh. Sie wurden also erschossen, als sie von hier weg wollten? Ich meine, ja. Sieht ganz so aus. Und dann wurde alles verriegelt und verlassen? Wozu das alles? Ich weiß es nicht, Deacon. Ich war nicht dabei. So, ich würde gerade mal sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Feierabend, weil ich denke mal, das wird noch eine Zeit lang gehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Das wird gerade ein bisschen spannend. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.